Hey yo, Freunde, euer Mr. Duit mit dem Käffchen in der Hand. Ich grüße euch, Brüsserchen. Ja, Freunde, vielen Dank nochmal für die zahlreichen Spenden und zahlreichen Personen, die gestern im Livestream dabei waren. War wirklich eine Top-Sache und man konnte wieder sehen, wie schön es ist, wenn man über das gleiche Thema spricht. Wie vertieft sich die Leute in den Chat stürmen. Und mich freut es auf jeden Fall und wir werden die Sache fortsetzen. Der nächste Chat wird wahrscheinlich oder voraussichtlich am Samstag, wenn nichts dazwischen kommt, wie schon angekündigt, als fester Termin stattfinden. Ja, ich bin hier wieder dran an dem Opel von dem lieben Uwe. Und da hatte ich ja das Problem schon geschildert, dass hier an dem Hauptstecker von dem Steuergerät, ja, an den Kabeln so ein bisschen gemurkst wurde. Jetzt habe ich natürlich durch zahlreiche Recherchen im Internet, der Uwe hat selbst auch noch mitgesucht, weil irgendwo muss doch da ein Zusammenhang liegen. Und siehe da, ich habe auf jeden Fall was gefunden, aber vorab möchte ich euch nochmal gerne zeigen, was so im Fehlersprecher derzeit jetzt in dem aktuellen Zustand mit 15 Kilometer Fahrt ja, hinterlegt wurde. Bitteschön. Ja, Freunde, wie ihr sehen konntet, es sind zahlreiche Fehler hinterlegt. Diese Fehler sind aber meiner Meinung nach, ja, nicht alle permanent vorhanden. Also permanent vorhanden, das heißt für mich, dadurch, dass das Fahrzeug ja schlecht läuft, entstehen zwangsläufig andere Fehler. Weil irgendwo die Lambda-Sonde zum Beispiel wurde da erwähnt, die, wenn das Benzin im Luftgemisch zu schlecht ist, zu mager ist, entstehen natürlich dort auch wieder Fehlermeldungen, die dann so eine Art Kettenreihenfolge. Der Hauptfehler, der dort erscheint und der auch permanent immer vorhanden ist, ist der P0100-Fehler. Und Freunde, es gibt hier, ich blende euch mal diese Seite ein, von Opel direkt eine, ja, Beanstandung, also hier wird beschrieben, bei einer Beanstandung von Motor ruckelt bzw. setzt aus, Fehlercode P0100 und oder P0110 wird gesetzt. Also so wie bei uns in dem Fehlersprecher auch gezeigt wurde, gibt hier Opel ja vor, was man tun soll, um hier Abhilfe zu schaffen. Die Fehlerursache ist eine Trennung der internen Masseverbindung im Motorsteuergerät. Ja, wir wissen ja, dass das Motorsteuergerät bei diesen Opel-Motoren ja sehr anfällig ist, thermisch anfällig, also bei Hitze auch extrem belastet ist und bei kalten Lötstellen sich hier und da einzelne Kontakte lösen. Und das ist hier von Opel, weil wahrscheinlich der Fehler so oft vorkam, so einen Beschreibungshinweis mit Zeichnungen, wo man was ansetzen soll, extra für eine Opel-Werkstatt. Diese PDF packe ich euch unten mal in die Linkbeschreibung, die könnt ihr euch gerne ansehen, ist 6 Seiten groß und hier wird Step für Step beschrieben, was man dagegen tun kann. Mein Vorgang jetzt ist, zu prüfen, ob hier dieser Vorgang, der durchgeführt wurde, ich weiß ja nicht, wann er durchgeführt wurde, der Uwe auch nicht, ob hier an dem Vorgang, der durchgeführt wurde, weil so wie es aussieht, ist das genau dieser Vorgang, der gemacht wurde. Ob hier irgendwie in den Arbeitsschritten, weiß ich nicht, sich Kontakte gelöst haben oder irgendwas falsch gemacht wurde. Und ja, dazu nehme ich euch erstmal mit zum Motorraum. Ja, Freunde, da bin ich wieder. Übrigens, das Problem bei diesem Fahrzeug ist weiterhin, dass der dritte Zylinder einfach keine Zündung kriegt. Er kriegt keinen Zündfunken und ihr werdet sehen auch gleich am Bild, die ganze Zündbrücke, der Zündverteiler, ist komplett neu und das ist schon der dritte. Also defekt kann er nicht sein, der ist jetzt ganz neu und ich hoffe, die Ursache liegt nicht daran, dass hier irgendwie ein Kurzschluss verursacht wird, indem wir die Zündbrücken durchbrennen. Hoffe ich nicht auf jeden Fall, aber werden wir dann sehen. Auf jeden Fall in erster Linie wird beschrieben, dass man die Batterie abklemmt. Wir machen das hier an dem Minuspol. So, schrauben hier mit einer 10er Nussgröße den Minuspol ab, nehmen den Stecker raus und packen am besten irgendwie einen Lappen oder irgendwas dazwischen damit, weil dieses Kabel ja auf Spannung ist, irgendwas dazwischen umwickeln ist, damit der Kontakt auf jeden Fall getrennt ist. So, jetzt können wir auf jeden Fall besorglos an dem Motor arbeiten. Oder sorgenfrei, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall nehmen wir hier die Abdeckung. Ich habe das schon vorab gelöst, gerade eben. Um die Abdeckung abzunehmen, muss man hier zwei Torx-Schrauben lösen. Ganz simpel und einfach.
sind ersichtlich, kommt man leicht dran. Auf jeden Fall, nachdem man die Schrauben gelöst hat, den Deckel abmachen, die Haube abnehmen und den Deckel wieder drauf machen, damit kein Fremdkörper hier in den Motor reinkommt. Den Deckel legen wir zur Seite. So, dann auf jeden Fall holt euch schon mal separat zur Hand ein Messgerät, um hier Durchgangsprüfungen durchzuführen oder irgendwelche. Ich habe übrigens, das habe ich gar nicht erwähnt, ich habe mir von dem Stecker so eine Pin-Belegung ausgedruckt. Ich hoffe, das ist die richtige für dieses Modell, weil hier werden auch die ganzen einzelnen Äderchen, was dahinter steckt, ob da Spannung liegen muss, etc., wird beschrieben. Das werde ich dann aber machen zur Not, wenn es nicht klappt, also wenn hier kein offensichtlicher Fehler zu sehen ist. Hier kann ich euch mal zeigen, wie das gemacht wurde schon. Ne, da sieht man ja, da ist auf jeden Fall das Hauptsteuergerät und hier sind die beiden Stecker. Und das ist, von hier aus geht es wirklich zur kompletten Elektronik. Luftmassenmesser, die ganzen Sensoren, Nockenwellensensor, Temperatursensor, Lambda-Sonde etc. etc. Hier werden die Kontakte, also hier kommt es sozusagen alles zusammen, wie das Motherboard auf dem PC und wird da mit den Daten die Normwerten abgeglichen und je nachdem verbessert und korrigiert. Und hier werden auch die Fehlersprecher natürlich abgelegt. Ja, wie man hier sehen kann, die Zündbrücke ist niegelnagelneu wie geleckt. Und hier wird auf jeden Fall beschrieben, dass man diese beiden Schläuche entfernt. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Da sind die beiden Schläuche, die gezeigt werden. Das sind die Schläuche hier. Verwendet, wie schon so oft erwähnt, ich packe den Link auch nochmal unten rein, so eine Schlauchklemmzange. Damit könnt ihr diese Klemmen arretieren, zusammendrücken, arretieren und dann entfernen, beziehungsweise zum hinteren Bereich schieben, um dann den Schlauch abzuziehen. Dann nehmt ihr euch bitte einen Schraubendreher mit einer ganz flachen Nase, also einer kleinen und einen kleinen, und drückt dann diese kleinen Nasen rein und hebt dann diese Plastikvorrichtung ab. Ja, also hier sind so kleine Ösen, wo einfach nur der Haken reingedrückt wird und dann könnt ihr den Plastikschnindelmittel und man sieht schon, er ist angebrochen. Ja, ist sehr empfindlich, das Zeug ist auch brechend hart geworden mit den Jahren, aber funktioniert noch. Ist auch nur eine Abdeckung, hat jetzt keinen technischen Aspekt. Ja, hier sehen wir auf jeden Fall den kompletten Strang und ich werde jetzt, weil das sonst so lange dauern würde, erstmal alles abmachen und werde dann das Ganze besichtigen. Ihr braucht jetzt keine Angst haben, es kann auch kein Kurzschluss entstehen, es ist ja die Batterie nicht dran geklemmt. Auf jeden Fall werde ich eine Sichtprüfung machen, mir anschauen, wie das gelötet wurde, wie es aussieht mit der Dichtigkeit und melde mich dann gleich wieder. So Freunde, da bin ich wieder. Ja, die Durchsicht hat ergeben, dass der komplette Kabelstrang, Freunde, keine Ahnung. Also es ist überall was geflickt. Hier gehen zwei Adern rein. Komplett die Einspritzdüsen sind hier gebrückt. Also sowas habe ich sowieso noch nie gesehen. Und dann hier das Kabel zum, wo geht das hin? Zum Luftmengenmesser. Also diese Grafik hier ist definitiv nicht für dieses Auto. Die Stecker sind komplett anders angeordnet. Also können wir die Zeichnung schon mal vergessen. Aber es ist definitiv hier mehr gemacht worden, als ja, man irgendwie annehmen könnte. Hier sind Brücken. Hier geht es runter zum Temperaturfühler. Sind Brücken gemacht worden. Hier sieht man das nochmal. Ich glaube, ich zoome euch da mal richtig rein, damit ihr das mal richtig sehen könnt. Ne? Brücke erste. Zweite, hier seht ihr das, das geht zu den kompletten Einspritzdüsen. Dann hier noch eine Brücke. Hier kommen zwei rein, gehen hinten drei wieder raus. Dann geht das hier, ach, das zieht sich komplett durch den ganzen Strang. Dann hier, die Kabel habe ich jetzt abgeschnitten, um einfach mal zu testen, weil von dem Zündverteilerblock gehen vier Adern raus.
vier Datenleitungen. Wahrscheinlich für jede Zündspule eine. Dann haben wir hier noch Masse. Die geht runter, das ist alles okay. Das geht hier raus und guck mal, überall geflickt. Das ist doch nicht normal. Kannst mir doch erzählen, was du willst. Dann geht das hier vorne am Stecker auch nochmal gebrückt. Dann hier ankommt von der Masse, also von der Masse vom Gehäuse. Hier sieht man auch, das Steuergerät wird mal geöffnet. Da ist ein grüner, hier so ein grüner Film drauf. Das wird mal nachträglich nochmal verklebt. Und ja, auf jeden Fall, meine Aufgabe wird jetzt hier sein, weil man das absolut nicht mehr nachhalten kann, was hier wo gemacht wurde, werde ich diesen Kabelstrang hier von dem oberen Stecker, dem werde ich einmal, weiß ich nicht, vom Verwerter oder so mal neu holen, damit wir hier einmal Status Quo haben, weil so kann man nicht arbeiten. Da weiß man noch gar nicht, was mal gemacht wurde. Also es ist immer noch der Fehler vorhanden, dass der dritte Zylinder nicht zündet. Die Zündbrücke ist wie gesagt neu, die Zündkerzen sind neu, das kann absolut nicht sein, dass dort der Fehler liegt. Sprit kommt, das hat man gesehen. Tja, die Frage ist, warum haben die hier so viel geflickt? Und wie sieht das Steuergerät aus nach dieser ganzen Flickerei? Das ist natürlich jetzt die legendäre Frage. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall ein neues Kabel, weil die Stecker, das kann man alles, das Kabel ist gar nicht so lang. Also es gibt viele Modelle, da kann man so ein Kabel gar mal eben nicht tauschen. Aber hier geht das und dementsprechend werde ich das auch tun. Und ich hole euch mal nach vorne. Leider hat es nicht geklappt. Ich dachte, der Fehler ist womöglich eindeutig zu sehen. Aber bei diesem Kabelgelummel hier kannst du das komplett vergessen. Deswegen werden wir hier Status Quo machen. Vielleicht ist unter euch ein Opel-Experte und kann mir sagen, warum diese ganzen Brücken gelötet wurden. Weil irgendwo hat es ja mal, war der Wagen ja mal am Laufen. Aber ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass man durch so viele Brücken am Steuergerät, ich will auch gar nicht wissen, wie das Steuergerät ehrlich gesagt aussieht, wenn es schon von außen so viel geflickt ist. Deswegen, auf jeden Fall neuen Kabelstrang, den werde ich jetzt in Kürze organisieren. Und dann schauen wir, wie der Motor läuft, ob er läuft, beziehungsweise ob die dritte Zündung, also der dritte Zylinder endlich zündet. In diesem Sinne, Freunde, einen Abschlussschluck. Auf jeden Fall, Freunde, das Wochenende steht fast vor der Tür. Ein Tag noch, der Freitag. Und ich würde sagen, am Wochenende gucken wir mal, dass wir endlich den DPF-Reiniger verwenden. Und hierzu werde ich mal schauen, ob ich morgen schon, vielleicht heute morgen Nachmittag mal beim Verwerter eben reinhusche und hier mal eben einen Kabelstrang hole und wir morgen nochmal an das Auto rangehen. Euer Mr. Duit. Bis dann. Ciao.